Hi. Hi. Ich wollte zu Mark. Ich bin Carly. Sie müssen seine Haushälterin sein. Nein, ich bin seine Frau, Kate. In der Komödie «Die Schadenfreundinnen» meint Carly, sie gehöre nicht richtig. Eigentlich war sie mit ihrem Freund Mark glücklich und hat sich den Überraschungsbesuch bei ihm ganz anders vorgestellt. Aber es kommt noch schlimmer. Der Mark ist nicht nur verheiratet, sondern hat noch eine weitere Affäre. Kurzerhand schließt sich Carly mit der Kate zusammen und gemeinsam gehen sie auf die Suche nach der dritten Frau. Wo sie die findet, übertrifft die allerdings all ihre Erwartungen. Aber auch die Strandnixe Amber hat nichts von Mark seinem Doppelleben gewusst. Ich fasse es einfach nicht, dass er mich belügt. Sie müssen mich im Moment so hassen. Ich hasse sie gar nicht. Von solchen Gefühlen habe ich mich mit ihr schon befreit. Ich bewundere sie. Wie können sie bloß mit der Geliebten ihres Mannes befreundet sein? Ja, ein Traum ist wahr geworden. Der Traum wird bald zum Albtraum. Und zwar für den Mark. Denn statt sich zu streiten, hacken die drei Frauen zusammen einen Racheplan aus. Cameron Diaz übernimmt die Rolle von der Carly, während Leslie Mann die treusorgende Ehefrau und das Bademodemodel Kate Upton die junge Sexbombe spielt. Sie verstehen sich nicht nur im Film blendend, auch am Set haben sie viel Spass gehabt und spontan Neues ausprobiert, wie Cameron Diaz im Kinowetter-Interview verratet. Das sieht man als im Film. Wir bringen unseren ganzen Körper in die Komödie ein, was improvisiert und im Drehbuch gar nicht so vorgesehen war. So haben wir eine einzigartige Dynamik zwischen uns entdeckt. Das Zusammenspiel funktioniert auch auf der Leinwand, besonders weil die drei völlig verschiedene Persönlichkeiten spielen. Cameron Diaz hat einen ganz außergewöhnlichen Titel für ihre Figur entdeckt. Ich bin die Geliebte des Jahres. Allerdings habe ich ja gar nicht gewusst, dass ich einen verheirateten Mann treffe. Darum sagt sich Carly immer wieder, dass sie gar nicht wirklich eine Geliebte sei. Denn dafür hat sie über die Affäre Bescheid wissen. Carly ist eine selbstbewusste Frau, aufregend und auf der Suche nach Spass. Sie zu erobern, reizt den Mark. Welchen Ärger im Mark sein Casanova-Verhalten einbringt, zeigt die Schadenfreundinnen mit viel Humor. Auch wenn die Story bekannt tönt, wer Unterhaltung für einen typischen Frauenabend sucht, kommt bei dieser Komödie voll auf seine bzw. ihre Kosten. Wir geben darum 3 von 5 Schirmchen. Was ist denn mit deinem scharfen Bruder los? Nein, du bekommst nicht meinen Mann und meinen Bruder. Du bist einfach zu gierig.